Habt ihr schon mal über eine Helmlampe nachgedacht? Ich zeige euch heute die Lumos H1600. Wir schauen uns gleich mal an, was so mitgeliefert wird, wie sie befestigt wird. Und eins noch vorweg, definitiv ersetzt das nicht die STVZO-konforme Beleuchtung am Fahrrad. Und ich freue mich natürlich dann mit euch heute im Dunkeln mal durchzustarten und einfach zu schauen, ob wirklich die Nacht zum Tag wird. Herzlich willkommen bei E-Bike am Elm. So, ich habe für euch schon mal den Karton ausgepackt. Also, so sieht er dann aus. Wir haben dann hier an der Seite nochmal gezeigt, was alles so mit dabei ist. Noch kleine Hinweise hier. Zum Beispiel jetzt Offroad Action Leucht und Halterung, 4 Dauerleuchtmodi, 1600, 1100, 750, 400 bis zu 7 Stunden Leuchtdauer. Dazu sage ich nachher noch was. IPX4, spritzwassergeschützt, Akkuanzeige, Temperaturschutz, verschiedene Möglichkeiten der Fixierung des Akkupacks mit Klettverschluss und natürlich winkelverstellbar. So, was wir dafür natürlich brauchen, ist ein Helm, definitiv. Zeige ich auch noch gleich. Dann ist ein Ladegerät mit einer LED-Leuchte drin. Sobald die grün leuchtet, ist das Akkupack geladen. Circa 3 bis 3,5 Stunden. Hier sehen wir den Akkupack. Ist auch nochmal mit so einer Art Gummi eingefasst, um ihn in den Rucksack zu tun oder am Gürtel. Man muss immer nur schauen, dass man dann, weil man ja die Lampe auf dem Helm trägt, dass man da mit dem Kabel nicht ins Gehege kommt. Das sollte man dann schon sehr vernünftig machen. Das zeige ich dann auch nachher nochmal. Ja, dann noch ein Stück Verlängerungskabel, wenn man dann wirklich an die Gürtelschnalle will. Und hier haben wir dann die LED-Lampe. Ein Alugehäuse, ca. 100 Gramm und die Möglichkeit, wie man sie bedient, das zeige ich euch jetzt. So, wenn wir dann jetzt das Kabel verbunden haben mit der Leuchte, ich habe das jetzt hier mal nur so hingelegt, schaltet man hier unten die Lampe ein. Das bedeutet, wir haben jetzt 1600 Lumen und ca. bei der höchsten Stufe 2 bis 2,2 Stunden. Dann haben wir eine Stufe darunter ist Standard, ca. 1100 Lumen bis zu 2,5 Stunden Brenndauer. Dann kann ich noch eine Stufe runtergehen, habe dann 750 bis zu 3,5 Stunden Brenndauer. Und gehe ich noch eine Stufe runter, habe ich 400 Lumen und habe dann ca. bis zu 7 Stunden ja, Leuchtpower. Das werden wir uns nachher natürlich dann nachher noch mal im Dunklen anschauen. Ich möchte es gar nicht so in die Kamera drehen. Das Ganze sieht hier wirklich wertig aus. Und wie gesagt, ist auch spritzwassergeschützt. Und von daher zeige ich euch jetzt erstmal, wie man diese Lampe befestigt. Lange drücken ist dann wieder aus. So, die Befestigung, das funktioniert eigentlich relativ easy. Und zwar mache ich das hier bei meinem Urban. Da muss ich einmal hier durch. Mache das erstmal so, dass es schon mal ein bisschen heftet. Und dann muss ich darauf achten, dass ich meine Polster hier wegnehme. Jeder Helm ist natürlich auch anders. Also bei euch kann das ganz anders aussehen. Bei mir ist das jetzt so der Fall. Ja, dann halte ich sie fest. Ich hatte auch erst so gedacht, na, ob das so richtig fest wird oder so, aber wenn man das dann schön straff zieht, dann ist das schon, seht ihr ja, eine gute, ich kann sogar noch ein bisschen. So, das schiebe ich jetzt hier durch, damit ich es dann innen nochmal wieder verkletten kann, damit das dann auch richtig ordentlich
fest ist. So sieht das dann aus. Dann habe ich hier mein Polsterchen. Verbinde jetzt das Kabel wieder. Und dann kann ich natürlich entweder das hinterm T-Shirt, also darunter, langlegen und mache es mir hinten durch diese Universalhalterung hier am Gürtel fest. Ich werde definitiv Rucksack dafür benutzen, weil es ist ja eine Offroad-Lampe, wie gesagt, für Trails im Dunkeln oder wirklich Wege, die sehr, sehr oder gar nicht ausgeleuchtet sind, dafür natürlich ideal. Und ich bin wirklich jetzt nachher gespannt, wie das so funktioniert. Vor allen Dingen ist auch cool, der Winkel ist hier einstellbar. Temperaturschutz ist natürlich auch mit an Bord. Ja, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Genau, jetzt kommt das nochmal. Und zwar, wenn die LED-Leuchte hier drin grün ist, haben wir ungefähr 100% Akkuleistung. Ist sie blau, haben wir 75 circa. Und dann hier so ein gelblich-grünes 50%, wird es magerer, 25% in Rot und blinkt rot, dann müssen wir wieder aufladen. Hier ist auch nochmal ganz cool gezeigt, wie man das dann noch mit dem Rucksack so befestigen kann. Also wie gesagt, ich bin jetzt gespannt mit euch hier diese Probefahrt dann zu machen und ja, mal sehen. Ja, und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Der Akku-Pack ist jetzt im Rucksack drin. Ich habe hier freie Bewegung, dass mich das nicht stört beim Fahren. Das Kabel kann auch nirgendwo hinknallen. Also von daher ist das schon eine feine Sache. Also ja, die 100 Gramm, ich merke die jetzt nicht groß. Also ich bin jetzt schon wirklich gespannt nachher, wie das so im Dunkeln dann aussieht und funktioniert. Bedienen lässt sie sich ganz gut. Ich kann sie einfach mal einschalten. Ich blende jetzt nicht so in die Kamera. Aber ich denke mal, das sieht man. Und von daher, ja, ich bin gespannt. Ja, da seht ihr jetzt meine normale Beleuchtung, womit ich unterwegs bin. Einmal das LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion, dann ganz vorne ganz normal. Ja, jetzt wird es ja natürlich so ein bisschen spannend. Ich lasse einfach mal dazu jetzt mein normales Licht mal an und ich schalte jetzt mal die Lampe ein und ja, wow, kann ich jetzt natürlich, wichtig ist natürlich gerade dann, dass man andere nicht blendet, aber das ist schon mal heftig. Jetzt habe ich Eco, schwächste Stufe, wo dann eine Leuchtdauer bis zu 7 Stunden erreicht werden kann. Lässt sich auch gut bedienen. Zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe, Vollpower. Ja, mein lieber Mann, schön hell. Und ich hoffe, die Kamera wird es wahrscheinlich nicht rüberbringen. Aber gut, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr, sehr cool, wo ich jetzt hinschaue. Wird's taghell. Oder seht ihr ja hier? Ist schon, ja, hat schon was. Definitiv. Wichtig ist, man muss echt aufpassen, dass man niemanden damit blendet. Gerade dann, wenn man auch hier, so wie ich jetzt, unterwegs bin. Aber so auf dem Trail, ich fahre jetzt hier noch mal kurz rein und werde noch mal ganz kurz hier anhalten und schalte einfach noch mal zum Vergleich die Lampe aus. Da sieht man mal den Unterschied. Ja, also das ist schon enorm, finde ich. Ich habe mich mit sowas nie groß befasst, aber ja, geil. Richtig gut. Und man sieht natürlich sehr schön die Seiten, sehr gut. Und natürlich, wo ich auch hinschaue. Ich denke mal, ich habe die jetzt so eingestellt, ich kann sie noch mehr auf den Boden stellen, dass ich da auch niemanden blende. Aber es ist eine enorme Erleichterung, gerade dann, wenn man solche Wege hier abends fährt oder durch den Wald.
Ja. Und wo ich hingucke, wird's hell. Sehr gut. Ja, dann bei meinem Lasten-Campingrad-Video, da wird das ja genau das Richtige sein. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Und könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank wieder für eure Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!